Hallihallo, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist Montag, der 25. Dezember 2023. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und ich vergleiche mit meiner Mama und mit meiner Oma ans Meer. Und ich dachte mir, ich mache einfach so einen Weekly Restart mit euch und zeige euch dann später noch meine Weihnachtsgeschenke. Und ich würde sagen, bevor wir loslegen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann starten wir jetzt. Ich muss mich nämlich erstmal kurz anziehen und meine Haare nochmal kurz in den Sleekzopf verwandeln, weil ich habe die immer noch nicht gewaschen und das ist langsam echt sehr ranzig. Aber das machen wir nachher alles, wenn ich wieder da bin. Aber jetzt muss ich mich fertig. Wir haben jetzt hier einmal die Seite geswitcht vorher. Habt ihr da am Fenster geklebt? Genau, deswegen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich anziehe. Und ich muss mich auch beeilen, weil die wollen in 10 Minuten los. Und ich sehe gerade nicht so aus, als könnte ich in 10 Minuten los. Ich werde auf alle Fälle diese Jeans anziehen. Die hat nämlich sowieso schon Flecken hier vorne und muss dann nachher in die Wäsche. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn die dann noch so schmutzig ist wegen dem Sand. Und dazu werde ich dann einfach diesen schwarzen Pullover anziehen. Der ist von meiner Mom und ich liebe den. Ich habe jetzt meinen Sleekzopf fertig gemacht. Der sieht so beschissen aus. Das macht aber nichts, weil ich, wenn wir wieder da sind, sowieso unter die Dusche hüpfe und meine Haare auch einmal komplett gründlich wasche, weil das haben die dringend nötig. Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Mir ist eiskalt. Ich friere wirklich des Todes. Und ich will gleich unbedingt meine Haare waschen, weil die haben das so nötig. Aber ich dachte mir, ich zeige euch vorher noch einmal kurz meine Weihnachtsgeschenke im Schnelldurchlauf. Und wir fangen auch sofort an. Ich habe ein Ringlicht bekommen. Das heißt, auch sofort wird das Licht etwas besser. Hoffe ich zumindest. Das hat hier so ganz viele verschiedene Aufsätze und auch verschiedene Lichtstufen. Und man kann das auch wirklich richtig hoch machen. Das ist richtig prima. Dann habe ich ganz viele Produkte von John & Lennon bekommen. Die hatte ich mir auch gewünscht. Wir haben hier einmal dieses Shampoo. Dann den Conditioner. So ein Kreatinspray. Von Lina habe ich ja noch diese Handcreme bekommen. Die ist auch von der Marke. Und noch zweimal diese Haarkur. Von meinen Eltern habe ich dann diese Ohrringe bekommen. Die sind von Rossmann. Ich hatte die noch nicht drin, weil ich euch die noch verpackt zeigen wollte. Aber ich muss die unbedingt ausprobieren. Die sehen so schön aus. Dann habe ich neues Augenbrauengel bekommen. Und einen Gutschein. Die Karte hat meine Mama selbst genäht. Und dann hat sie das halt so da drauf geklebt. Und zwar für eine Wandcollage nach Wunsch. Weil ich wollte jetzt bald mal mein Zimmer umgestalten. Weil das ist immer noch ziemlich leer und dann habe ich überlegt, könnte ich so eine Wandcollage ganz gut machen. Und da freue ich mich sehr doll drüber. Und dann haben wir hier noch zwei Bücher, die ich mir gewünscht hatte. Und zwar einmal die Duftapotheke Band 1 und die Duftapotheke Band 2. Band 3 und 4 habe ich nämlich zuerst gelesen. Und genau, damit das dann alles schön vollständig ist, habe ich mir die ersten zwei noch gewünscht. Und meine Geschwister und ich, wir haben als Gemeinschaftsgeschenk noch eine PlayStation 4 bekommen. Das ist wirklich, wirklich krass. Und ich bin sehr dankbar für alle meine Sachen. Und ich werde mir jetzt auch die Produkte von John & Lennon für die Haare einmal schnappen. Und dann werde ich duschen gehen und meine Haare waschen, weil das ist wirklich kein Zustand mehr.
Ich bin jetzt gerade wieder rausgehüpft aus der Dusche und ich fühle mich wirklich wie ein neuer Mensch. Und im Hintergrund kann man uns schon erkennen, ich muss dringend aufräumen. Aber ich gehe jetzt erstmal runter, hole mir was zu essen und zu trinken. Und dann fange ich an, dieses tolle Video hier zu schneiden. Und aufräumen schiebe ich auf. Irgendwann wurde mir das dann alles zu viel und ich habe angefangen, meine Weihnachtsdeko vom Regal zu räumen und da einmal gründlich sauber zu machen. Freunde der Sonne, wir haben es jetzt tatsächlich schon 17.30 Uhr. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich beim Videoschneiden eingeschlafen bin. War scheinbar nicht so spannend, aber ich dachte mir, bevor ich das Video gleich beende, will ich noch einmal ganz kurz die Ohrringe mit euch anziehen. Ich habe die tatsächlich auch gerade schon mal aufgepackt und ich muss euch die einmal genauer zeigen. Mit der Frontkamera fokussiert das nicht, aber so sehen die aus. Ich habe die Ohrringe jetzt auf beiden Seiten mal reingemacht und ich finde die so unglaublich schön, wirklich. Guckt euch das an, die sind so toll. Ich finde die richtig prima. Das Ding ist immer, wenn ich nervös bin oder so, ich bin so eine Person, ich drehe dann die ganze Zeit an meinem Ohrstecker rum oder mache den locker und dann wieder fest. Das ist richtig, richtig schlimm und ich hasse diese Angewohnheit. Ich weiß auch gar nicht, seit wann das der Fall ist, aber irgendwie in letzter Zeit hat sich das so entwickelt. Und genau, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann lasst mir gerne mal diesen Emoji in den Kommentaren. Das würde mich sehr freuen, wenn ich den mal möglichst vielen von euch sehe. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ich hab euch alle ganz so lieb und bis zum nächsten Mal.